Willkommen zu den Inkopolis News. Hier mit den Squid Sistern. Wir haben ein Waffen-Update für euch. Und zwar gibt's seit heute den Quasto. Eine besondere Art der Tintroller. Okay, und das schauen wir uns gleich mal an. Hier bei RT. Willkommen zurück bei Let's Play Splatoon Online. Also, der Quasto ist, wie schon gesagt, so eine besondere Art des Tintrollers. Nur, dass man damit schlagen kann. Also, so gesehen ist es fast schon der Pinsel von Bowser Jr. aus Super Mario Sunshine. Oh, und ich habe auch noch die Möglichkeit, mir eine weitere neue Waffe zu kaufen. Eine besondere Platscher-Version, aber dazu kommen wir später noch. Gibt's noch mehr, oder was? Tatsächlich. Arti möchte mir noch den Dünerroller anbieten. Der Dünerroller ist... Stimmt, das ist eine Bosswaffe. Die Abwehrkraft soll wohl imposant sein. Man hat Sprinkler und Echolokator im Set. Und kann so vielseitig agieren. Aber es soll heute um was ganz anderes gehen, nämlich um den Enzep. Da ist soweit alles bekannt, deswegen braucht es nicht mal einen Test. Wir sehen uns also gleich wieder im Online-Mode. So, dann bin ich sehr gespannt herauszufinden, wie sich die erste DLC-Waffe so schlägt. Vom Waffenset an sich bin ich ja eher mittelprächtig begeistert, muss ich gestehen. Zwar finde ich den Enzep von den Werten her ganz gut, nicht zuletzt aufgrund der hohen Feuerrate, aber ich bin halt nicht so ein großer Fan von diesen Tetraeder-Bömpchen hier. Ich finde, das ist die zweitschlechteste Sekundärwaffe. Die einzige, die mir noch weniger zusagt, ist die Insta-Bombe. Aber das ist eigentlich auch nur persönliches Empfinden. Ich kann halt mit anderen besser umgehen. Vor allen Dingen mit der Haftbombe. Die finde ich halt einfach geil. Boah, was ist denn hier los? Alter. Geht ja richtig ab. Boah, das war knapp. Shit. Da hinten kommen die Gegner. Versuchen wir unser Glück mit der Tetraederbombe. Aber der Gegner hat auch so eine. Echolokator ist aber eine Spezialwaffe. Weil da weißt du halt sofort, wo deine Gegner sind. Du kannst dich drauf einstellen. Und wenn du eine Waffe hast wie diese hier, der Enzep, dann bist du auch so ein bisschen dafür zuständig, dass du deine Gegner killst. Weil man ja so eine super Feuerrate hat. So, und jetzt habe ich es auch mal geschafft. Also ich finde halt Enzep und Echolokator sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt. Aber die Tetraederbombe, die hätte es nicht unbedingt gebraucht. Vielleicht soll die aber auch so eine kleine Schwachstelle sein. Das kann ja sein. Dass der halt nicht zu overpowered ist. Wobei ich jetzt aber auch nicht den Eindruck habe, dass er das ist. Man kann gut mit der Waffe einfärben, ja. Ja, mehr jetzt aber auch nicht. Man hat eine gute Chance im Kampf. Also im 1 gegen 1. Ist auch klar. Oh, ich muss da weg, Alter! Ging nicht mehr. Der hat mich gut in die Mangel genommen. Aber auch kein Wunder mit Airbrush RG. Das ist so ziemlich die overusede Waffe, die es in dem Spiel gibt. Wir haben 600 Punkte. Aber ich glaube, nur einen getötet, ne? Ich muss hier wieder weg. Na, spring halt. Boah, wir verlieren. Das sieht man schon. Ich glaube auch nicht, dass die letzten 18 Sekunden daran etwas ändern werden. Ja, jetzt erst recht nicht. Ich gehe wohl leider mit einer negativen KD hier raus. Aber zumindest die Punkte sind
in Ordnung. Also dafür, dass ich im Verliererteam bin und 750 Punkte habe, ist das doch sehr ansehnlich. Aber wir wurden so krass gerackt, da gibt's keine Ausrede für. Und ich habe sogar noch eine positive KD. Ja, schade. Wirklich schade. Aber man kann eben nicht immer gewinnen. Vielleicht klappt's ja jetzt. Neue Gruppe. Neuer Skiller und Loser. Hoffentlich gehöre ich zu den Skillern. Hä? Nur drei? Was zum... Okay. Also, wenn wir jetzt verlieren, ja, dann sind wir wirklich alles Lappen. Der Gegner ist einer weniger, Mann. Da musst du gewinnen. Wahrscheinlich ist in dem Moment, als das Match begann, einer bei den Gegnern rausgeflogen oder selbst rausgegangen, keine Ahnung. Die dürften sich auf jeden Fall ärgern. So viel steht fest. Das reicht mir jetzt. Was machen die da? Schloss mit der Scheiße! Ach, da steht einer. Sehr gut. Ja, ich sag's ja. Echolokator ist super in Kombination mit NZ. Oh, Scheiße! Na, wenigstens ist er mitgestorben. Das war sehr furios. Weiter geht's. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Im Moment sieht es aber sehr gut aus. Ich habe in den Kommentaren auch einen Tipp bekommen, wie man schnell sehen kann, ob man vorne liegt oder nicht. Und zwar, wenn man nach oben guckt, dann stehen da ja... Also da steht da ja so eine Art Zwischenstand. Shit. Und da unsere Tintenfische größer abgebildet sind als die des Gegners, bedeutet das, dass wir momentan vorne sind. Da kann man sich immer so ein bisschen dran orientieren. Man sieht da auch, wenn einer stirbt vom eigenen Team oder von den Gegnern. Oder da gibt es dann auch so ein Gefahrenzeichen. Das bedeutet, glaube ich, es lebt aktuell nur noch eine Person aus dem Team. Damit man halt weiß, okay, du hast jetzt keine Unterstützung mehr. Du bist auf dich alleine gestellt für die nächsten Sekunden. Bau jetzt keine Scheiße. So, wo sind unsere Gegner? Oh, fuck. Nein! Nein! Crap! Ja, ich war aber auch schon angefrackt wegen den zwei Tetraederbomben. Mist! Mist! Wir dürften gewinnen, aber ich hatte mir eigentlich erhofft, etwas mehr Kills zu erzielen. Mit meinem ersten Leben bin ich total abgegangen, aber seitdem nicht mehr so. Das Ganze fühlt sich schon fast wie ein Rangkampf an, weil sich alle hier in der Mitte aufhalten. Und apropos Rangkampf, den werde ich natürlich auch hin und wieder mal machen, aber nur mit Waffensets, mit denen ich auch gut umgehen kann, weil, ja, muss ich ja glaube ich nicht erklären, beim Rangkampf geht's halt um was. Und hier bei dem Standardkampf nicht so wirklich. Scheiße. Also ich war leider nicht gut. Das steht zwar Platz 2, aber zufrieden bin ich nicht. Gerade die letzten 1 gegen 1 Matches habe ich halt echt miserabel geführt und die zwei Devs waren so mega unnötig. Der ist am Ende. Mann, wie konnte ich den nicht töten, ey? Also bislang fehlt mir einfach was in dem Set. Ich glaube, die Tetraederbombe, die schränkt mich ein bisschen zu sehr ein. Die ist halt nicht so meins. Die ist einfach so Standard. Ich glaube aber, der NZEP ist auch eher... für den anderen Modus geschaffen. Sprich, für den Ranked Battle. Oh, stirb halt, du Arsch.
Ich will, dass der an meiner scheiß Bombe krepiert. Macht der mich jetzt nach, oder was? Ist das geil. Stirb, Mann! Du sollst sterben! So, das ist jetzt ein Privatduell, Freunde. Ich will es gewinnen. Nein, ich treffe ihn nicht mehr. Warum? Verdammter Mist! Okay, die liegt, die liegt, die liegt! Hä? Ich hab den doch voll getroffen! Laber! Stimmt's? Der kann da gar nicht mehr entflüchtet sein. Entflohen. Entflüchtet ist falsch. Hallöchen. Unnötig. Boah, ich werde gleich echt sauer. Aber ich habe mich jetzt halt so auf dieses Duell versteift, dass ich gar nicht drauf geachtet habe, wie viele Punkte ich habe. Und ich muss sagen, das sieht momentan jetzt nicht so gut aus. 200 ist schon sehr, sehr schwach. Komm, den töte ich jetzt aber. Yeah. Und keine Sekunde später bin ich down. Ich weiß zwar nicht wieso. Was, eine Mine? Wo denn? Oh mein Gott. Das darf nicht wahr sein. Gibt's das denn? Auf eine Mine gelatscht. So, da oben sind Gegner. Mindestens einer. Jetzt zwei. WTF. Wie habe ich den denn getötet? Er hatte die deutlich bessere Position. Aber gut zu wissen, dass sich auch andere mal blöd anstellen. Und nicht nur ich. Oh, da kommt einer. Alter, da kommt... Oh Gott, hat der gut geworfen. Aber ich habe den längeren. Verdammt. Ja klar! Wieso ist da einer, Alter? So eine Zange! Und der hat auch das Endset. Das heißt, er ist der bessere Endset-Spieler. Ich glaube, wir haben schon wieder verloren. Ich kann einfach nicht gewinnen. Gut, in der letzten Runde habe ich gewonnen, aber ob das so viel wert war? Was? 50 zu 30? Manchmal kann ich das echt schlecht einschätzen, aber ich bin letzter und das ist deprimierend. Ich bin schlechter als jemand auf Stufe 6. Das geht gar nicht. Ja, also ich glaube, wir können festhalten, der Enzep ist eine gute Waffe, aber nicht für mich. Hä? Habe ich... War da gerade ein Miiverse-Beitrag über mich? Tatsächlich. Ja, cool. Vielen Dank. Aber, Leute, ich freue mich zwar über sowas, aber bitte spammt auch nicht zu viel rum. Weil ich habe schon gehört, in diversen Spielen mit Miiverse-Einbindung gibt es eigentlich immer sehr, sehr viele Beiträge zu Let's Playern. Allen voran über mich. Ich finde das ja schon auch geil. Aber bitte spammt auch nicht zu viel rum. Halt, um die Leute, die das jetzt nicht wirklich interessiert oder die gar nicht auf YouTube sind, damit ihr das halt nicht stört. Ich finde es, wie gesagt, schon eine nette Geste und ich sehe das auch häufig auf Twitter. Jetzt halt mal in-game. Das ist das erste Mal, dass ich es hier bei Splatoon sehe. Ach du Scheiße! Naja, komm! Ist doch unfair. Aber bitte auch nicht übertreiben. Zum Beispiel bei NES Remix war es schon ein bisschen viel. In Splatoon ist es, glaube ich, bislang ganz okay. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Aber ich habe halt geile aktive Fans, ne? Deswegen feiere ich auch euch so sehr. Aber heute dürft ihr mich nicht feiern. Heute bin ich schlecht. Das ist aber echt so, ne? Ich bin schlechter als in dem Part mit der Sniper. What the hell?
Oder kommt mir das nur so vor? Von den Punkten her geht's, glaube ich, noch ein bisschen, aber der Rest ist eher so mau. Wisst ihr was? Nach der Runde haue ich jetzt noch ein Ranked Battle rein. Scheißdreck, Alter! Ja, genau. Als ob! Ja! Alles klar! Natürlich! Ah, ich muss dazu nichts sagen, denke ich. Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Die Drecksäcke! Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Ich will den Kopf von dem. Nein! Heute geht gar nichts. Nichts! Nichts! Aber auch rein gar nichts funktioniert. Nicht mal die Klospülung. Ich bin schockiert. Das ergibt. Ja, okay, ich dachte, es wäre jetzt noch schlechter gewesen, aber es ist trotzdem richtig mies. Vielleicht liegt mir aber auch einfach der Spielmodus nicht mehr, weil wie gesagt, ich spiele in letzter Zeit eigentlich nur noch Ranked Battle. Und nicht mehr diesen normalen Modus. Schauen wir mal, wie es mit dem Anzap im Ranked Battle mit dem Rang B- so laufen wird. Ob ich das bereuen werde? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Hier geht's halt um was, ne? Den Rang, den möchte man schließlich nicht verlieren. B- ist eigentlich schon recht gut. Aber mit diesem Set hier aufzulaufen, nach den schrecklichen Ergebnissen im normalen Modus, ich weiß nicht. Aber es lässt sich auch nicht miteinander vergleichen, weil der Modus ist ganz anders. Ich habe es ja schon mal erklärt. Ihr habt hier diese Basis und die müsst ihr erobern. Die Kills spielen eine viel, viel größere Rolle als in dem anderen Modus. Weil wenn keine Gegner da sind, dann könnt ihr auch ganz einfach die Herrschaft erlangen. Und je besser ihr gerankt seid am Ende, desto mehr Punkte bekommt ihr auch. Zumindest ist das so mein Eindruck. Also man bekommt halt als Erstplatzierter in seinem Team mehr Punkte, als wenn man Letzter ist beispielsweise. Im Moment kassieren wir aber. Das war so richtig. So, Echolokator, der könnte die Wende bringen. Der ist hier eigentlich Gold wert. Der Sniper, der dort vorne steht, das ist so ein Arsch. Der geht mir richtig auf den Zeiger. Bullshit! Okay, ich habe ihn noch getötet, aber ich bin leider auch draufgegangen. Ja, wie viel Verteidigung hat denn der, hey? Aber ich habe gehört, dass es besser ist, wenn man bei seinen Ausrüstungsgegenständen verschiedene Booster hat. Also, dass zum Beispiel zweimal Verteidigung gar nichts bringt. Das wirkt nur einmal. Habe ich jetzt gehört. Ich glaube, das sagt einem der Mietsrichter. So, ich muss sagen, der Sniper ist mega gut positioniert. Das ist eine richtige Sau. Den müssen wir irgendwie loswerden. Aber ich denke, wir schaffen das nicht. Wir gehen gnadenlos unter. Wir haben nicht eine Sekunde hinbekommen. Das darf nicht wahr sein, Mann. Jetzt den Zähler angehalten. Bei drei. Wenn wir das noch gewinnen, dann ist das ein Jahrhundertsieg. Jetzt müssen wir halt die Gegner auf Distanz halten. Wir dürfen auf keinen Fall die Basis hier verlieren. Sonst ist es aus. Oh, shit, 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 Mann. Ich muss den töten. Echolokator, ist ganz wichtig. Ich bin aufgeregt, Alter. 50 Sekunden, wir können es noch schaffen. Es ist nicht unmöglich. Kommt bestimmt gleich einer. Aufpassen. Schön alles einfärben, damit die zumindest... Fuck. Damit die schwerer kommen. Nein. Weg. Lieber so als draufgehen. Siehst du? Habe ich noch einen mitgenommen.
mein Kumpel, der da oben ist, der schafft's vielleicht, den auf Distanz zu halten. Oh mein Gott, wir schaffen es echt, Alter! Oder? Nee, wir haben die Herrschaft verloren. Scheiße, scheiße, scheiße. Alles einfärben, alles einfärben. Ja, ja, weiter, 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 weiter. Komm, 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 komm. Oh mein Gott. Grenade. Der Typ da vorne, der Typ da vorne, der hat's aufgehalten. 4-3, 4-3. Keine Tinte. Yes. Yes! Wow! Wow! Wie geil ist das denn? Es sah erstmal nach einem ultimativen Fail aus. Und dann das Comeback. Ich bin nur Letzter, aber scheißegal. Ich behaupte, ich habe das Ganze eingeleitet. Zusammen mit dem anderen Typen, der auch da oben stand. Wir haben das eingeleitet, weil wir haben das alles eingefärbt, die Schweine auf Distanz gehalten und später haben die dann, also die anderen zwei, in der Mitte ihre Arbeit erledigt. Das war richtig geile Teamarbeit. Super, dass wir das noch geschafft haben. Wow. Aber der Ensep ist und bleibt nichts für mich, leider.